Namaste, Namaste, Sali zusammen, grüezi miteinander zum letzten Video aus Stellenbosch, Südafrika und beim KIMI Report. Natürlich nicht beim letzten Video vom KIMI Report, aber aus Südafrika, weil heute Nachmittag geht es an den Flughafen und so Gott und alle Fluggötter wollen, sind wir morgen Donnerstag irgendwann mal gegen Mittag hoffentlich zu Hause. Also morgen früh gibt es kein KIMI-Report. Das ist klar, ich kann das nicht und möchte das auch nicht vom Flughafen aus machen, um Gottes Willen. So wichtig ist jetzt das auch nicht. Wahrscheinlich dann irgendwann wieder, Freitag oder so. Aber sehr bald wieder, das sei versprochen. Ja, wir haben ja gestern über die neuen Anpassungen der WHO in Sachen Pandemievertrag gesprochen. Wir haben gesagt, wie steht eigentlich die Schweiz, respektive der Bundesrat, zur WHO im Moment, zu ihren Plänen. Da möchten wir einen kurzen Moment darüber berichten. Vorher aber noch eine andere Mitteilung aus dem zukünftigen Kabinett Trump, weil es geht da nach dem Motto, wer hat noch nicht, wer möchte mal, wer da nominiert wird. Die Nomination für den Surgeon General, das ist so etwas wie der Oberfeldarzt in der Schweiz, aber natürlich nicht für die amerikanische Armee, sondern für die amerikanische Bevölkerung. Da ist im Moment im Rennen Jeanette Nesheiwat, eine Dame, die in der Covid- oder während der Covid-Pandemie durch Aussagen aufgefallen ist, wie zum Beispiel, die Impfungen sind ein Geschenk Gottes oder lieber zwei Masken anziehen als nur eine. Und man fragt sich, was jetzt diese Nomination soll. Ist es ein Gegenpunkt zu Bobby Kennedy Jr., um die Gemüter da zu beruhigen, um sein Maha Make America Healthy Again, welches ja torpediert werden soll, haben wir gestern auch berichtet, von der Foodindustrie, von der Pharma-Lobby. Die wollen das natürlich massiv bekämpfen, die Nomination von Bobby Kennedy verhindern. Oder dann eben Funds, also Gelder einfrieren, sodass er dann mit gebundenen Händen nicht sehr viel verrichten kann, von dem er, was er verrichten möchte. Also, sie hat dann ein bisschen umgeschwenkt, das muss man fairerweise auch sagen, hat gesagt, ja, also bei den Kindern sind wir zu weit gegangen, aber grundsätzlich eine ganz klare Hardleiterin in Sachen Masken, in Sachen auch Lockdowns, in Sachen Impfungen. Und das wirft wieder mal eine Frage auf, was geht im Kopf, im orange-blonden Kopf von Donald Trump wirklich vor. Ist er ein sensationeller Diplomat, der jetzt die Wogen von Kennedy glätten will, der meiner Meinung nach dann auch die größere Bedeutung hat, politisch und von dem, was er verrichten kann, Entschuldigung, als der Surgeon General. Aber das weiß wahrscheinlich nur er selbst. Nun zur WHO und der Schweiz. Also der Bundesrat stellt sich auf die Seite der WHO, das ist so. Und das ist, so wie er im Moment vorgeht, ein gefährlicher Schritt, der wieder mal an der Souveränität und Demokratie der Schweiz herumzündelt. Vergangene Woche gab der Bundesrat, Schweizer Landesregierung für die ausländischen Freunde, eine Medienmitteilung heraus, die fast valiummäßig daherkam, beruhigend. Es geht jetzt nicht um den Pandemievertrag, sondern um die IGV, die internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation WHO, sollen angeblich zum Schutz der Bevölkerung erfolgen. Sie zielen darauf ab, die Ausbreitung von Krankheiten grenzüberschreitend besser einzudämmen. Wie auch Philipp Gut, bestens bekannter, scharfer Federjournalist der Weltwoche, er hat das auch berichtet in der Weltwoche,
Was sich nach einer sinnvollen Gesundheitsmaßnahme anhört, entpuppt sich jedoch bei genauerem Hinhören und Schauen als ein, wie schon erwähnt, weitreichende Herausforderung der Schweizer Souveränität. Weil der Bundesrat verpackt diese Botschaft in eine scheinbar harmlose Formulierung, eben valiummäßig, beruhigend, runterfahrend, die den Eindruck erwecken soll, dass keine weiteren Maßnahmen notwendig seien und die Schweiz ohnehin über alle erforderlichen Kapazitäten verfüge, um die Anpassungen umzusetzen. Ja, da sehe ich überhaupt keine Zweifel an dieser Aussage. Nur muss man dann das als Schweizer Land, als Schweizer Regierung, als Schweizer Souverän? Es verbirgt sich aber hinter dieser angeblich beruhigenden Aussage eben ein noch brisanteres Szenario. Ohne dass die Landesregierung, also der Bundesrat, explizit darauf hinweist, läuft eine entscheidende Frist, bis zu der die Schweiz die neue WHO-Vorgaben akzeptieren muss. Und die ist nicht mehr so weit weg. Der sogenannte Opting-out-Mechanismus besagt, dass die Schweiz nur dann nicht an die neuen Vorschriften als Staat gebunden ist, wenn sie die Anpassungen bis zum 19. Juli 2025 explizit ablehnt. Andernfalls stilles Einverständnis, treten die Änderungen der IGV automatisch in Kraft. Diese Vorgehensweise, wie jetzt der Bundesrat hantiert und taktiert, könnte das politische System der Schweiz, nachdem Gesundheit ja in den letzten Jahren zu einem Riesenthema geworden ist und dauernd ist, kaum war Covid-19 vorbeikommen, eine Krankenkassendiskussion nach der anderen, völlig verständlich. Denn weder das Parlament noch die Bevölkerung haben in diesem Fall eine wirkliche Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ohne eine Erklärung des Bundesrates, dass die Schweiz den Änderungen nicht zustimmt, bleibt die demokratische Kontrolle außen vor. Ein Widerspruch dazu kam bereits von Rechtsexperten. Die Verwaltungsjuristin Isabel Hähner, wir haben gestern darüber auch kurz berichtet, forderte, dass die revidierten IGVs dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. Auch der bestens bekannte Rechtsanwalt Philipp Kruse argumentiert in die Richtung, dass ein obligatorisches Referendum und ein Volksentscheid notwendig seien, da die WHO-Maßnahmen die Bundesverfassung berühren. Trotz dieser juristischen Einwände spielt der Bundesrat das Thema herunter. In seiner Argumentation spricht er von technischen Anpassungen mit geringer Auswirkungen und Tragweite. Doch wer genau hinsieht, erkennt, dass diese Änderungen der WHO weit mehr beinhalten als bloße technische administrative Details. Die neuen Gesundheitsvorschriften sollen unter anderem die Machtbefugnisse der WHO erheblich ausweiten. Die Organisation möchte es ihrem Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ehemaliger Außenminister Äthiopiens und ehemaliges Mitglied der marxistisch-leninistischen Volksbefreiungsfront von Tigray, ermöglichen, selbstständig internationale Gesundheitsnotstände auszurufen und umfangreiche Maßnahmen zu ergreifen, auch ohne die Zustimmung der betroffenen souveränen Staaten. Und da gibt es eben beide Dinge, den Pandemievertrag und es gibt die IGVs, die internationalen Gesundheitsvorschriften. Aber dem nicht genug. Das Ziel der WHO geht noch weiter. Ihr wisst schon, nach Macht strebt, wer Ohnmacht befürchtet. Die Einrichtung nationaler IGV-Behörden, die als permanente Krisenstäbe fungieren sollen, würden die Mitgliedstaaten zwingen, jederzeit auf Anweisung der WHO zu handeln. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, meine Damen und Herren, was hatten wir anders während der Pandemie? Das hieß nicht Krisenstab, sondern, ihr erinnert euch, Task Force. The same thing, only different. Zu diesen Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten gezwungenermaßen ausführen müssten, gehören auch drastische Maßnahmen wie Impfkampagnen, Reisebeschränkungen oder Quarantänisierungen.
besonders brisant. Die WHO möchte nicht nur in die Gesundheitspolitik der Staaten eingreifen, sondern auch in deren Informationspolitik. Wir haben gestern darüber berichtet. In ihrer Definition einer Selbstwortschöpfung einer Infodemie, also nach der Pandemie dann die Infodemie, beansprucht die WHO die Kontrolle über öffentliche Debatten und strebt eine Deutungshoheit in gesundheitsbezogenen Fragen an. Also die WHO wird nicht nur zum Taktgeber aller gesundheitlichen Maßnahmen, sondern auch zu einer Art, das Wort ist mittlerweile abgedroschen, aber es ist so, zu einem Wahrheitsministerium. Die schweizerische Regierung, das macht zumindest eindeutig den Anschein danach, will diese Entwicklungen einfach links liegen lassen, ignorieren, übergehen, indem sie das Thema nochmals das Adjektiv valiummäßig kleinredet und so tut, als sei es von geringem öffentlichen Interesse. Und da hat sie wahrscheinlich die Schweizer Regierung nicht einmal Unrecht, weil wenn ihr den Leuten das erzählt, was ich jetzt da wiedergebe, dann denkt ihr, was soll das, die ewigen Nörgler, das ist doch super, dass wir eine WHO haben, erst noch in Genf, die schafft Arbeitsplätze und es ist doch toll, dass wir uns da international vernetzen und wenn etwas wirklich brennt, dass dann alles wirklich wie aus einem Guss kommt, also da ist dann alles verdrängt, was in den letzten Jahren war. Ich glaube auch, dass das öffentliche Interesse, liebe AfB, liebe Frau Häner, lieber Herr Kruse, liebe andere Mitstreiter, boah, also die sagen, ja, können wir nicht mehr hören und überhaupt und ohne die WHO wäre sowieso alles schief gelaufen. Ja, ich glaube, das öffentliche Interesse ist nicht groß. Die Auswirkungen dieses Negierens oder dieses Kleinredens, die könnten, aber wenn es dann mal wieder pandemisch knallt, gigantisch sein, meine Damen und Herren, auf der menschlichen, auf der gesundheitlichen und, wie wir eben auch gesehen haben, auf der wirtschaftlichen Ebene. Mehr auf der anderen Seite, das ist so Otto Normalverbraucher auf der Straße oder Ottine Normalverbraucherin, immer mehr Bürger und Organisationen trotzdem sehen in den Plänen der WHO ein Angreifen der Selbstbestimmung, der Souveränität und fordern den Widerstand gegen diese Health World Governance von nochmals von nicht wirklich demokratisch gewählten Menschen. Die Aktion AfB hat bereits eine Online-Petition ins Leben gerufen, die den Bundesrat auffordert, die Anpassungen der IGV klar abzulehnen und ein Referendum zu ermöglichen. Die Initiative hat das Ziel, die Bevölkerung aktiv in den politischen Prozess einzubinden und sicherzustellen, dass solche weitreichenden Entscheidungen nicht ohne die Zustimmung des Parlaments und der Bürger getroffen werden, wie es sich eigentlich bei so etwas gehört. Die Entwicklungen rund um die WHO und die internationalen IGV, internationalen Gesundheitsvorschriften, werfen nicht das beste Licht auf die Schweiz und deren politische Souveränität und wie sie von der Landesregierung gemanagt wird zurzeit. Der Bundesrat steht unter Druck, sich eindeutig für oder gegen die Anpassungen zu positionieren. Dem weicht er aus, indem er es kleinredet, Beruhigungspillen verschickt und dabei sicherzustellen, dass die Demokratie in ihren Wurzeln nicht einfach kaltgestellt wird. Doch die Zeit drängt und die kommenden Monate werden zeigen, ob der Widerstand in der Bevölkerung, eventuell, und im Parlament, naja, großes Fragezeichen meinerseits, stark genug ist, um diese wachsende Bedrohung abzuwehren. Und darum, liebe Freunde, glaube ich wirklich, dass es an uns und an jedem von uns ist, einen kleinen Beitrag zu sagen, was ist eigentlich, warum wurde die WHO mal gegründet, in bester Absicht, wie die Vereinigten Staaten, angeblich auch in bester Absicht, da könnten wir jetzt lange darüber diskutieren. Und was passiert jetzt, was sind eigentlich die Ziele der WHO und wie sieht das, wie ist das vereinbar mit unserer Bundesverfassung? Das rote Büchlein, zu dem ich immer noch fast kompromisslos stehe, das ist eine Aufgabe,
Das ist Citoyen, das ist Bürgertum letzten Endes. Ich finde, das ist mindestens so eine Pflicht wie Steuern zu bezahlen oder Militärdienst zu leisten, wenn man gesundheitlich dazu in der Lage ist, oder? Oder abstimmen zu gehen oder und so weiter. Das ist eine Bürgerpflicht, diese Dinge, die der Bundesrat in den dunklen Schatten der Nichtwahrnehmung schiebt, eben ans helle Licht zu zerren, in aller Friedlichkeit, in aller Informationsmöglichkeiten, die wir haben. Und wenn wir es zwei Leuten erzählen, die uns mit einem halben Ohr zuhören, dann sind es bei vier Leuten schon zwei Ohren, die zugehört haben. Ja, das soll es gewesen sein aus Südafrika, aus Stellenbosch, wo wir noch nie so kalte Temperaturen hatten. Also wir hatten oft noch im Vormittag 16 Grad, 15 Grad und wir gehen hier mit riesigen Schritten auf den Sommer zu. Ich habe noch nie so oft gefroren, weil man denkt dann, ja, Sonne und so, und dann geht man im T-Shirt raus und plötzlich sitzt man wo und es kommt, die Sonne geht weg und dann friert man. Aber es war eine trotzdem eine tolle Zeit. Ich habe sehr viel gearbeitet, nicht nur recherchiert, ich habe an der Retrospektive gearbeitet und kabarettistischer Rückblick und ich arbeite auch am Vortrag für den 19.12., das Dorf mit den goldenen Fenstern. Da gibt es noch Tickets dazu unter info@männerpraxis.ch, natürlich auch für die retrospektive Vorstellung. Schön, dass ihr uns, diejenigen, die es gemacht haben, trotzdem verfolgt haben in Südafrika. Sorry, dass ich da einfach die Möglichkeiten habe, die ich habe. Die sind nicht so gewaltig. Ich habe auch den Niklas nicht dabei hier. Also ich habe mich selbst da auch durch den Dschungel mit der Machete durchgeschlagen, auch mal, glaube ich, diese Kommentarsituation einigermaßen ausbügeln können. Und ja, ein ganz bisschen stolz bin ich schon auch. Jeden Tag haben wir ein Video gebracht. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns dann mal gegen oder ums Wochenende herum. Danke, dass ihr uns gewogen seid und hoffentlich bleibt. Mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos, salizame und bis hoffentlich sehr bald. Macht's gut.